Da war ich schon, ja. Da habe ich schon auf dem Handy eine Uber-Werbung. Sicher. Ja, ja, und im Flughafen sind sie auch, oder? Ich denke, das haben sie früher auch nicht dürfen. Die können direkt Kunden abfangen. Habe ich gedacht, also im Flughafen dürfen sie nicht mehr nehmen. Hast du ein normal geiles Taxi gewartet? Ja, am Flughafen kriegst du gar keine andere. Doch, es gibt ja, Flughafen-Taxen, wo ein bisschen teurer sind. Und dann gibt es, das heisst Taxi Kommun. Kommun heisst normal. Die gelben sind, dann gibt es eben so Spezialtaxen. Das sind dann auch schwarze oder blaue oder rote. Also alle haben eine rote Nummer. Die sind, glaube ich, Nummer 2 ist halt. Normalerweise ist die Nummer 1. Gestern ist mir aufgefallen, hat irgendwie ein bisschen teurer sein Heimfahren und Zuckerhut. Ja, dort tun sie manchmal, du musst auch sogenannte Gute heissen. Der hat dann den Ball, nachdem der Boden ausgetrocknet ist und Erdrutsch und zu wenig Trinkwasser hat der dann 1864 ungefähr, ist die zweite Kaiserszeit, hat der den ganzen Wald wieder aufgeforscht. Ja. Und dann hat er Pflanzen und Samus im Garten aus dem Grossvater geholt. Das da wieder anpflanzt. Ja. Darum wächst eigentlich in dem Wald alles, was wir rein botanischen Wald haben. Einfach wild. Aber es ist nicht verblasen. Bambus. Es ist nicht verblasen worden, es ist absichtlich abgepflanzt. Nein, ja, es ist abgepflanzt worden. Vor 10 Jahren war damals noch Sklavenzeit. Sklaven und Arbeiter haben in 10 Jahren den ganzen Wald wieder aufgeforscht. Und oh ja. Das war der Grund, 1992 hat ja in Rio der erste internationale Umweltkongress stattgefunden. Deko 92. Und der Grund war der Wald. Als Beispiel, wenn man schon 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, einen Wald gedacht hat und den Wald wieder aufgeforstet hat. Und dank dem Pedro, dem zweiten Kaiser, haben wir heute da in Rio der grösste Stadtwald der Welt. Oh. Mit mehr als 40.000 Hektar. Jetzt habt ihr dann auch noch den Karten. Interessant. Kannst du dann noch ein Foto machen über den Karten? So, dann werden wir rein. Weiss ich schon, wie das geht, falls ich dann mal Rio vom Bus fahre. Ja. Ein super Fahrt. Wir haben dort etwas gegessen. Die haben auch Mittagessen, aber haben auch einfach so ein Kreppi, so kleinere Sachen. Oder Santa Teresa hat einen Haufen so kleine Beizchen. Ja, das ist anders das als in Copacabana. Das schönste Viertel. In Copacabana, wenn du mal so ein richtiges Fleischrestaurant ist, dann hast du alles in Copacabana. Gibt dir dann auch noch einen Katalog, wo die Restaurants drin sind und so. Aber Teresa, das ist etwas Spezielles. Das ist Santa Teresa, das ist das schönste Viertel. Ja. Und das ist dort, wo ich auch wohne. Und wo früher ein bisschen Schweizer und das deutsche Viertel war. Das ist dort viel mehr. Nein, schwarz-weiß. Ich brauche einen Text. Ja,
Davos. Wie gesagt, alles aus aller Welt. Unter anderem haben wir noch Tabak und Kaffee haben wir noch. Die Häuser bunt, schön bunt gemalt von einem Projekt. Wenn die Leute ihre Häuser selber verputzen, dann können sie sich einschreiben in ein Projekt und dann kommen sie von der Farbfirma und sie kommen schöne Farben. Aber statisch verheben die Häuser? Oder ist das einfach so angekläubt? Nein, die verheben unterdessen. Früher waren das schon so Häuser, wo dann bei jedem starken Regen einfach alles abgerutscht ist. Das dürfen sie jetzt nicht mehr bauen. Wo eben da der halbe Wald abgerutscht ist, so im 2010 ist da der ganze Hügel abgerutscht. Und da in solchen Gebieten darf jetzt nicht mehr kommen. Das wird schon kontrolliert. Es wächst nur in sich selber noch weiter. Ja. Aber die haben alle feste Häuser heute. Eben so Zeug, das ist noch originell. Aber Deutsch muss ich auch nicht unbedingt haben. Da haben wir das ist deutsche Küche. Ja, das ist deutsche Küche. Die Kasse und so. Der hat typische Sachen zum Morgen. Ja. Das stimmt. Und jeder hat ein bisschen Spekulat. Das ist gut. Dann haben wir auch noch mal zwei Deutsche da. Dann haben wir natürlich auch so hier. Der hat ganz feine Sachen. Marco, ja. Der ist mehr auf Fisch spezialisiert. Ja, komm, gönnt doch da irgendwo. Mhm. Das stimmt aber, wie du siehst. Und da ist
vor dem Kinder, da ist die Endstation. Die warten, dass er schon aufs Band im Prinzip. Im Prinzip? Ja. Vielleicht haben sie ihn nicht rausgefunden, dass es nicht fährt. Meistens die im Kiosk weiss das. Ja. Irgendjemand weiss, dass die im Kiosk weiss das. Weisst du, ich kann den eben auch. Ich kann das. Das ist auch noch mal ein Recht. Das sind nur jede Menge Rechte.